Willi Koslowski, ich bin 81 Jahre, komme aus Gelsenkirchen, bin Rentner und ein waschechter Knappe. Ja, ich bin morgens immer 6 Uhr angefahren und habe um 2 Uhr Feierabend gehabt und dann gegessen und dann habe ich mich dann so eine Stunde, anderthalb hingelegt und bin dann in der ersten Zeit mit der Straßenbahn nach Schalke gefahren und haben dann normal in der Glückauflandbahn trainiert. Der Ernst Kozorra, der war damals im Vorstand und der war so mein Ziehvater. Und ich habe zu der Zeit alles gemacht, was Ernst Kozorra gesagt hat. Das war für mich natürlich ein Traum. Und jetzt, um die deutsche Meisterschaft zu spielen, wir haben schon gewusst, dass auch Hamburg eine starke Mannschaft hat, mit Uwe Seeler vor allen Dingen. Aber wir haben ja dann 3-0 klar gewonnen. Das waren ja ungefähr in Hannover im Niedersachsenstadion, ich sage mal 30.000 Schalker, die alle auf den Platz gelaufen und die haben uns vom Platz getragen. Ja, eine kleine Ehrenrunde und es war unwahrscheinlich, ja.